this, I'm keeping secrets in my head, or any space you can find. Glad to see that I could help make your life a bit easier. But have you ever thought of how I felt? You need to think about your behavior. Ja, ich habe gesagt, ich sammle dieses Jahr mal die Flugtickets nur für euch. Und was passiert jetzt noch? Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Also das war jetzt erstmal die Ruhe vorm Sturm. Kurzer Überblick. Am Montag geht's nach Almeria. 3 Tage Präsentation. Von Almeria über Madrid nach Barcelona. Barcelona 3 Tage Präsentation. Von Barcelona nach München. Von München zur Messe nach Bad Salzuflen, von Bad Salzuflen nach Koblenz, von Koblenz nach Sinzig. Am Montagabend sind wir da fertig, am Dienstag geht's nach Frankfurt und von Frankfurt wieder nach hier. Also kurzer Überblick, eine Woche. Da entstehen dann summa summarum vielleicht 3 oder 4 Videos oder sowas. Also so viel zum Überblick. Was kommt noch? Eine ganz geile Geschichte in Marokko. Ich darf ja immer nur um heißen Brei reden, weil das so geheim ist. Das darf ich ja selber manchmal schon gar nicht wissen. Das wird richtig cool. Marokko, freue ich mich richtig drauf. Das wird mega cool. Dann sind wir noch auf Marbella. Das wird auch richtig cool. Wo sind wir denn noch? Wir sind auf der IMOD in München. Alle Tage mit einem eigenen Stand sogar. Mit neuen Autogrammkarten. Vielleicht schon mit neuem Merch, muss ich jetzt gucken, wie schnell wir sind. Gibt es ein paar Änderungen, komme aber auch erst auf einer Messe um die Ecke. Was gibt's noch? Dann diverse Veranstaltungen, die jetzt schon in Planung sind. Also das wird richtig geil. 2018 wird richtig geil. Und ich glaube, dann wird dieser Stapel in 2018 noch mal größer. Break them. Wir machen alles neu. Also wenn der Vermieter mitspielt und es einen neuen Boden gibt, dann sehe ich mich genötigt und veranlasst, hier ein bisschen was umzukramen. Komm mal mit, zeig ich dir mal. Also diese Umbauprojekte, da komme ich ja zeitlich gar nicht mehr dazu. Die werden mal abverkauft, hätte ich gesagt. Und dann kommt hier der Tresen von hier nach da. Dann gibt es hier einen freien Weg in die Werkstatt. Da wird so ein bisschen was umgebaut. Dann kommt da ein Schrank hin, da kommt Kamera-Equipment hin. Hier kommen 2 Schnittplätze hin. Richtig geil. Und wisst ihr, was noch geiler ist? Wir machen das jetzt mal so, dass wir das planen. Das muss man so ein bisschen planen. Wir machen mal eine Live-Show. Also das heißt, wir werden einen Motor zerlegen, komplett zerlegen, dann über alle Teile quatschen. Wer Bock hat, der kommt her, das kostet keinen Eintritt. Also viele Leute, wie reinpassen, die kommen nach hier und hier wird dann geschraubt und dann erkläre ich alle Teile und dann zerlegen wir mal komplett einen Motor, bauen nachher wieder zusammen. Das ist doch top, oder? Und das Video dazu gibt es dann irgendwie eine Woche später. Art Live-Show. Ihr könnt Fragen stellen, ich kann die Fragen beantworten. Geil, oder? Wird so ein bisschen umgemodelt, wird so ein bisschen gemütlicher. Es tut sich was. 2018 wird so und so. Kann ich jetzt anfangen? Die haben uns hier die Dinger geschickt. Wir kriegen aber kein Geld dafür. Und dieses Produkt, mit diesem Produkt kann man ein Motorrad reinigen. Benutze ich aber nicht, weil die schon sauber ist. Sie sind alle sauber, bis auf die Enduro, okay. Die Enduro, da kommst du damit aber auch nicht weit. Aber ich benutze jetzt auch die Dinger, weil ich keine anderen Dinger habe zum Putzen. Müssen wir eine Pause machen oder musst du lachen? Bekleidungszauber, damit fange ich mal an. Wett, ja, gefühlsecht,
Ich mache das jetzt einfach mal auf. Keine Ahnung. Also Essen braucht es nicht. Really, nigga? Also fühlt sich an und von der Konsistenz wie feuchtes Klopapier. Es riecht nach nichts, aber wenn es jetzt stark verschmutzt ist, soll man zwei verwenden. Also wahrscheinlich zwei nacheinander. Stark verschmutzt wäre jetzt übertrieben, weil ich echt ja immer mal wieder netterweise, danke liebe Firma X, immer mal wieder neue Klamotten kriege. Also ich habe jetzt selber, bin ich sehr unerfahren, was die Reinigung angeht von Klamotten. Weil verwöhnt, verstehst du? Es ist nicht dreckig genug. Weißt du so? Ich kann jetzt hier drüber rubbeln und dann, wenn es ja dreckig wäre, das Leder, müsste ja der Dreck in dem Lappen hängen, oder nicht? Ja, wohl. Siehst du? Siehst du das? Ja, doch, doch. Also hier diese Kunststoffteile, ne? Alles, was aus Kunststoff ist, das geht schon ganz gut. Vielleicht wäre es deutlicher sichtbar, wenn meine Klamotten dreckiger wären. Dann könnte man sehen, dass da hier was weggeht, ne? Oh, weißt du was? Da muss ich jetzt auf jeden Fall den anderen Stiefel holen, sonst sieht das total dämlich aus. Der eine dreckig und der andere sauber. Wie kommt man denn da hin? Also wenn, dann muss schon beides sauber sein. Also glänzig wird es auf jeden Fall. Gut schütteln, haben sie gesagt. Und dann einsprühen. Sonst stirbst du ja beim Putzen. Weißt du? Ein Reinigungstuch für die Polster vom Helm auf der Innenseite. Und ein Desinfektionstuch. Alles cool. Nimm zwei. Ne? Ja, du kannst die Polster rausmachen beim Putzen. Aber ganz ehrlich, oh, der, schau, das glänzt auch direkt. Siehst du? Du kannst im Prinzip, sammelt sich ja da auch so ein bisschen Dreck und so, ne, in dem Helm innen drin. Und gerade jetzt zu Ende der Saison ist natürlich Pflegezeit. Man kann sich da auch mehr Mühe geben. Also man wird sich mehr Mühe geben als ich. Für mich ist ja auch nicht Ende der Saison. Aber hier mal den Helm rausputzen. Oh, oh, warte mal. Jetzt wird es richtig ekelhaft. Das ist arg. Das ist auch ekelhaft. Desinfizieren. Das riecht aber auch noch nichts. Helmvisier reinigen. Wie macht man das? Wie würdest du das jetzt reinigen? Auge nimmt so wahr, wenn du Schlieren drin hast. Und so nicht hier. Also, Helm wird immer von oben nach unten oder halt rauf und runter gereinigt. Oh, das geht aber gut. Guck mal. Hier die Mucke, die da drauf geklebt war, die ist direkt schon weg. Genau. So. Und was schön ist, hier ist halt im Zweierpack ist noch ein Trocknungstüchlein drin. Also, das ist cool. Das taugt mir. Trocknungstüchlein ist trocken. Sonst macht es ja keinen Sinn. Und so ein bisschen flauschiger. Und jetzt ist es auch wichtig, hier von oben nach unten zu reinigen. Ui, schau mal, wie schön das glänzt. Fein, hä? Das ist hier mein Klebchen. Uff. Fein, guck mal. Oh, das riecht Alkohol. So. Soll vorbeugen geben gegen Schimmelbildung. Wieso Schimmelbildung? Weil da schwitzt du natürlich auch rein wie so ein Iltis, ne? Und kein Nachtrocknen erforderlich. Lederglanz, jetzt. Das riecht wirklich gut. Oh, und das ist ein bisschen Schmier drauf. Das ist richtig getränkt hier mit Pflege. Ich glaube, das darfst du nur nicht auf dem Hosenboden schmieren, weil sonst rutschst du von der Karre runter. Das ist echt der Hammer. Schau mal, wie schön. Natürlich wichtig ist, dass man einmal im Jahr hier so einen kleinen Lederputz oder Klamottenputz macht. Zumindest einmal im Jahr sollte das schon sauber sein. Ihr wollt ja nicht auch jedes Jahr ein neues Zeug kaufen. Das Ding ist ja das, wenn ihr fahrt, dann ist der ganze Dreck und der Staub auf der Straße, das geht ja alles in so eine Klamotte rein. Und deswegen ist es komplett berechtigt, das mal zu reinigen. Wenn man jetzt supermotomäßig unterwegs ist, kommt ein kleiner Tipp von meiner Seite. Wenn da so ein Staub drin hängt, Supermoto fährst ja auch oft im Lederkombi,
dann kann man hingehen und so ein Lederkombi wirklich mal in die Badewanne reinlegen und mit einer ganz normalen Seife durchwaschen. Nur aufpassen, das Ding müsst ihr nass aufhängen und auch jetzt nicht irgendwie mit Hitze behandeln, sondern einfach trocknen lassen. Und danach natürlich gut einfetten, sonst kriegt das Leder Risse und würde da auch kaputt gehen. Natürlich ist auch mal so, dass man mit einem normalen Lederkombi mal in den Regen kommt. Das ist natürlich auch wieder hier mal an der Zeit, dieses Leder mit einem Fett einzulassen und dann bleibt es geschmeidig und dann habt ihr lange davon und dann ist das alles fein. Deswegen mache ich das und probiere das aus für euch. Also mein Resümee hier von dieser Aktion, die Sachen sind cool. Du hast jetzt keine großartig vielen Tuben oder große Gebinde, die rumfliegen. Das ist schön praktisch von der Dosierung mit diesen Tüchlein. Also ich finde es okay. Und wenn man das regelmäßiger auch macht und das gar nicht so eindreckeln lässt, dann ist es noch besser, weil dann ist die Arbeit, die man damit hat, gar nicht mehr so groß. Und wenn ich jetzt mal hier das... Guck mal, ich bin da echt begeistert. Was auch der Hammer ist, dass so ein Fett oder so ein Tuch so ergiebig ist, dass du auch damit richtig viel putzen kannst. Guck mal, das wird echt schön hier. Da sieht man es eigentlich besser bei den Stiefeln, dass da auch ein Dreck drauf war. Ich putze jetzt noch ein bisschen und ihr lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr wollt, schaut euch hier das nächste Video an. Klick. Ach da dann. Tschüss.